sind Kinder, blass und ungekämmt, mit und ohne Hemd. Unten auf dem Hof ist ein Riesenschwurf. Und ich denk mir so beim Gehen, wo hast du denn schon mal gesehen? Das war sein Milieu, das war dein Milieu. Jede Kneipe und Destille kannt den guten Vater Stille. Jedes Droschkenpferd hat von dir gehört, von N.O. bis J.W.D. Das war dein Milieu. Zilles Milieu. Das war ein nicht gerade heiteres, von wenig Sonne erhelltes Feld. Der fünfte Stand, die Vergessenen. Zilles Milieu war auch die graue Trostlosigkeit der Arbeiterviertel mit den Mietskasernen und ihren engen, lichtlosen Höfen. Das waren die menschenunwürdigen Wohnungen. Zille bezeichnete sie als elende Zufluchtsorte in nassen Kellern und über stinkenden Ställen, ohne Luft und Sonne. Wohnungsnot, unterbezahlte und ungesunde Arbeit und Arbeitslosigkeit waren die Quelle all des unendlichen Elends, das Zille in seiner Kindheit in diesen Vierteln vor Augen hatte. ...1858 wurde Zille in Radeburg bei Dresden geboren, zog aber schon mit 9 Jahren nach Berlin. Zille erinnerte sich später an seine Ankunft und fotografierte die ersten Eindrücke. Es war ein trüber, nasser Novemberabend, als meine Mutter mit mir in Berlin ankam. Ein langer Weg vom Anhalter Bahnhof bis zum Osten Berlins. Enge, turmhohe Gemäuer, die voll Lärm erfüllten Gassen. Die Gegend, die Unterkunft empfand Zille so bedrückend, dass er noch viele Jahre später meinte, man könne mit einer Wohnung einen Menschen ebenso töten wie mit einer Axt. Der Vater blieb 6 Jahre arbeitslos und Not herrschte lange Zeit in der Familie. Viel Wirtschaft besaß die Mutter nicht. An den Wänden zerrissene Tapeten mit schmutzigen Konturen, wo Betten und Möbel gestanden, Blutflecke von zerquetschten Wanzen. Ein Ofen, ein Schemel, eine Tasse ohne Henkel. Und als Tisch den Koffer. Das war unser Speisezimmer. Auf der Erde schliefen wir. Die Enttäuschung war groß. In Erwartung besserer Lebensbedingungen war die Familie nach Berlin gekommen. Auf der Flucht vor Gläubigern, da der Vater eine Zeit lang im Dresdner Gefängnis in Wechselhaft gesessen hatte. Aus den ersten Jahren in Berlin stammten Zilles bitterste Erfahrungen von großstädtischem Elend. Es sind Eindrücke, die sein ganzes Lebenswerk bestimmten. Das Sehen und Erleben in der Kinderzeit und in der Jugend half mir wohl später manche Bilder gestalten. Immer habe ich mit den kleinen Leuten gelebt, mit denen ich aufgewachsen, die für mich die Großen waren. Volk, die Armen. Was ich als Kind sah, mitfühlte, im Lauf der Jahre miterlebte und festzuhalten versuchte, sollte denen, die da unten abseits stehen, und die eine Welt für sich bilden, die man immer bekämpft, aber nicht heilt, helfen. Der Vater war arbeitslos. Die Mutter musste durch Heimarbeit das wenige Geld zum Unterhalt verdienen. Das Essen bezog die Familie aus der Volksküche. 6 Jahre hausten die Zilles mit Mutten, Lumpen und Betrunkenen unterm gleichen Dach. Die Bewohner im Haus lernte ich alle gut kennen. Aus dem Vorderhaus, aus dem Seitenflügel und aus dem Quergebäude. Vom versoffenen Kommodentischler im Vorderkeller und von der blinden Rohrstuhlflechterin 4 Treppen hoch im Hinterhaus wurde ich der Vertraute. Die hatten immer was für mich zu tun. Frau Clara ging schon in der Dämmerung auf die Straße. Ich musste ihr schwachsinniges Kind bewachen. Bei einem Teller dampfender Bratkartoffeln und einem Haufen
gelb gehefteter Schundromane. Zille verdiente auch Geld als Fremdenführer, Bote und Kofferträger für eine Tingeltangelgruppe. Während er auf den Koffer warten musste, beobachtete er die Mädchen beim Proben und Umziehen, meinte aber später, angezogen wären sie ihm damals lieber gewesen. Seine mühsam verdienten Taler gab Zille für Zeichenstunden beim alten Lehrer Spanner in einer kleinen Dachstube aus. Er zeichnete Pflanzen, machte Landschaftsstudien. Erst 20 Jahre später entstanden die Arbeiten, die die Not jener Tage zeigten und die Schicksale, denen das Kind Zille begegnete. Die armseligen Wohnverhältnisse, Dachkammern, in denen tagsüber die Frau an der Nähmaschine saß, um ein wenig zum Unterhalt der Familie beizutragen. Erinnerungen an seine Mutter, die Tintenwischer aus Flicken und Fellresten herstellte und Stecknadeligel, bei deren Fertigung Zille mithalf. Hunger, Frauen, die mehr Wäsche als Suppe kochten, Stuben vollgestellt mit Betten, in denen mehrere Kinder lagen und eines oft noch an Schlafburschen oder Mädchen in der Nacht vermietet wurde. Manchmal auch nur ein Stück auf dem Fußboden. Kinder, die nie einen Vater kennengelernt haben. Die Villansche wohnt 4 Treppen. Seit Jahren ist sie vom Mann verlassen. Trotzdem, die Mutterschaft stellt sich jährlich pünktlich ein. 8 Kinder leben noch, vom 13-Jährigen bis zum Flaschenkind. Die größeren Kinder tragen Zeitungen aus. Die kleinen treiben sich auf Rummelplätzen und bei den Kientöpfen rum. Ihre geistige Nahrung. Küche und Stube voll von schlechten Betten und alten Matratzen. Elender Hausrat, schlechte Luft. Texte unterstreichen oft noch die Tragik einer Situation. Vater, denke dran, was du Muttern versprochen hast. Aber ich gehe nach dem Kirchhof, ich sage dir. Wo wohnen sie denn? Keller, zweite Quergebäude? Da können doch keine Wanzen sind, wo es so feucht ist. Mutter, gib doch die 2 Blumentöpfe raus. Lieschen sitzt so gerne in Grüne. Wenn ich will, kann ich Blut in den Schnee spucken. Bei aller Tragik schimmert aber ein wenig Berliner Mutterwitz hindurch, sodass Max Liebermann einmal Zille schrieb, das große Mitleid regt sich in ihnen, aber sie beeilen sich darüber zu lachen, um nicht gezwungen zu sein, darüber zu weinen. Wir spüren die Tränen hinter ihrem Lachen. Zum Thema Kindersterblichkeit entstand eine Heliogravür mit dem Text »Besauft euch nicht und bringt das Särgeken wieder, der Müller und ihre Möblierte braucht morgen auch.« Und das Kind der Selbstmörderin sagt beim Gang ins Wasser »Mutter, ist Wasser auch nicht kalt?« »Lass man, de Fische leben auch drin.« Aus diesem Elend wollten die Eltern heraus. Nach 6 Jahren bekam der Vater eine Anstellung als Werkzeugmacher in einem Goldschmiedegeschäft. Die Familie hatte fortan Brot und kaufte sich ein bescheidenes Häuschen in Rummelsburg. Die Motivation zum sozialen Aufstieg erhielt Zille vom Elternhaus. Den Hinweis, der seine Berufswahl entschied, gab ihm sein Lehrer Spanner. Als nur die Zeit rankam, wo man an einen Beruf denken musste, sagte mein alter Zeichenlehrer zu mir, das Beste ist, du lernst Lithograf. Zeichnen kannst du und da sitzt du in einer warmen Stube, immer fein, mit Schlips und Kram, brauchst nicht schwitzen und kriegst keine dreckigen Kleider. Wirst mit sie angeredet und vor allem, du sitzt in der warmen Stube, was willst du mehr? Das gefiel mir. Und so bin ich eben Zille geworden. Nach 3 Jahren Lehre bei Fritz Hecht bekam Zille 1877 eine Anstellung in der Fotografischen Gesellschaft. Bei diesem Lithografen wurden die deutschen Heerführer und Fürsten gleich dutzendweise in allen Größen fabriziert.
Alienbildern, Madonnen mit blutendem Herzen. War auch die Arbeit am Tage nicht so erfreuend. Umso mehr waren es die Abende in der Kunstschule und später im Abendaktsaal. Zille zeichnete zunächst nach Gipsmodellen, später erst Akte. Wie den schönen Adolf. Die Woche zweimal abends ging ich in den Unterricht zu Professor Domschke. Anatomie, der sehr grob war. Wenn Sie noch nicht mehr kennen, dann setzen Sie sich mit Ihr Brett auf die Treppe und nehmen Sie nicht hier die hoffnungsvollen Jünglinge, die bald nach Italien wollen, den Platz weg. Zweimal abends ging ich auch zum alten guten Professor Hosemann. Der ließ mich in seiner Wohnung ganz gerne seine Skizzen und Zeichnungen ansehen und auch abmalen. Sagte aber, gehen Sie lieber auf die Straße raus, ins Freie. Beobachten Sie selbst. Das ist besser als nachmachen. Zille befolgte seinen Rat. Sonntags ging's ins Freie, um Landschaften zu versuchen. Die noch bleibende Zeit mühte ich mich, das auf der Straße Gesehene aus der Erinnerung zu zeichnen. Ja, wenn ich meine eigene Arbeit für mich nicht gehabt hätte, dann hätte ich es wohl kaum ausgehalten. Jahrzehntelang in der Tretmühle. Aber wenn ich morgens so ein bisschen nach der Natur gezeichnet hatte, dann hatte ich Ruhe für die Brotarbeit. Und abends? Ja, da konnte es wohl vorkommen, dass ich bis 4 in der Nacht arbeitete, bis der Hahn krähte. Das habe ich alles nur mit Gewalt erzielt. Nur mit Fleiß. Und immer wieder mit Gewalt. Sonst schafft man das nicht. Das ist nicht Begabung, das ist nur Wollen. Ich wollte eben auch was für mich machen. Zu Beginn der 90er Jahre traten erste Versuche auf, Großstadterfahrung und Straßenbeobachtungen zeichnerisch zu bewältigen. Zille war kein Naturtalent. Es dauerte noch 10 Jahre harter Übung bis zum typischen, unverwechselbaren Zille-Strich. Nichts davon war zu sehen in dem Künstlerskizzenbuch, das während der Wehrpflicht Zilles entstand. In 90 Feder-, Bleistift- und Pinselzeichnungen wurde Soldatenromantik gezeigt. Das Zeichnen machte Zille den sonst verhassten Dienst erträglich und verschaffte ihm eine Art Vorzugsstellung. Nach der Soldatenzeit heiratete Zille 1883 Hulda Frieske. 3 Kinder wurden geboren. Die Familie zog 1892 nach Charlottenburg in die Sophie-Charlotte-Straße, wo Zille bis zu seinem Tode lebte. Von seiner Wohnung im 4. Stock im Vorderhaus hatte Zille einen freien Blick bis zum Grunewald, auf ein freies Feld, das ihm zahlreiche Motive bot. Es entstanden Fotos und Zeichnungen von Reisigsammlerinnen, die aus dem Grunewald kamen. Zille hatte Gelegenheit, vorhandene technische Einrichtungen bei der Fotografischen Gesellschaft zu benutzen. Der Fotoapparat diente auch dazu, die Familie aufzunehmen. Es gab eine Fotografierecke. Familienereignisse wie Einschulung der Söhne oder Besuch der Großmutter wurden festgehalten, aber auch das Treffen mit Freunden, vorwiegend Bildhauern wie August Kraus und August Gaul. Aus Freundschaft stand der August Kraus Modell für die Statue des Ritters Wedigo von Plotho in der Siegesallee. Fotos zeigten die fröhliche Runde der Begas-Schüler. Ihre Kegelabende und Kostümfeste. Zeigten sie aber auch beim Aktstudium, das in verschiedenen Wohnungen, zum Teil von Zille selbst, organisiert wurde. Diese Freunde und Max Liebermann überredeten Zille, sich an der Ausstellung der Sezession 1901 zu beteiligen. Er stellte 10 Künstlerdrucke aus, Blätter aus dem dunklen Berlin. Sie waren ernst und düster, ohne Witz oder versöhnenden Humor. Kassierer meinte bei der Ausstellungseröffnung wohlwollend, dass Zilles Zeichnungen stinken.
ein Lob in Zilles Ohren. In der Öffentlichkeit hatte Zille zunächst keinen Erfolg. Im Allgemeinen gefiel ich nicht. Als ich anfing, war es ein großes Risiko, arme Leute zu malen. Damals kurfte kein Hammel sowas. Nicht mal der Magistrat. Erst nach und nach lernten die Leute sehen, urteilen und mich verstehen. Neben ihm zeigten in der Sezession auch andere Realisten die dunkle Seite Berlins, das Elend der Großstadt. Käthe Kollwitz, Hans Baluschek und Theophil Alexandre Steinlen. Die Kollwitz stellte die geschundene, leidende Kreatur dar. Aus dem Klagen der vielen formulierte sie eine Anklage. Hans Baluschek, der Maler des proletarischen Berlins, der kleinen Leute, stellte sich an die Seite der Arbeiter und zeigte präzis und dokumentarisch ihre Produktionssphäre, zum Beispiel am Eisenbahndamm. Auch Theophil Alexandre Steinlen begriff die Kunst als Mittel, um die Lebensbedingungen des Proletariats darzustellen und für ihre Forderungen einzutreten. Zilles Leben schien vorgezeichnet. Doch 1907 trat eine Wende ein. Als meine besten Jahre um waren, da kündigten sie mir. Mit 50 Jahren aus einem Betrieb entlassen, dem ich lange treu gedient, wo ich für kärgliches Einkommen für andere gearbeitet, wo ich noch nachts gedacht, gesorgt hatte, Versuche zum besseren Gelingen neuer technischer Verbesserungen mir Kraft und Ruhe raubten, musste ich billigeren und jüngeren Kräften weichen. Nebenbei war ihnen meine Linksrichtung störend. Die Freunde überredeten ihn, den Schritt zum freien Künstler zu wagen. Als Mitarbeiter von illustrierten Zeitschriften und Witzblättern, als Gestalter von Büchern mit Bildern aus seinem Milieu. Der Zwang zum Broterwerb veranlasste Zille zu manchem Kompromiss. Bin kein Maler, nur Zeichner. Witzblattzeichner. Der Ernst im Scherz bringen muss. Tut weh, wenn man den Ernst als Witz verkaufen muss. Zille lebte zwar nun schon lange nicht mehr in seinem Milieu, aber es zog ihn immer wieder dorthin. Stundenlang durchstreifte er den Krögel, das Scheunenviertel, den Molkenmarkt, die Gegenden im Norden und Osten der Stadt. Es gab so viele, die sich vor eine Sache hinstellten oder hinsetzten und sie mühselig abmalten. Das Volk lässt sich das nicht immer gefallen. Ich machte mir bloß Notizen und sagte, das müsst ihr euch ins Auge klemmen und denn zu Hause verarbeiten. Das Fotografieren wurde für Zille zu einer Art Notizbuchmethode. Wichtiges Hilfsmittel, um sich Erinnerungsstützen und Vorlagen für seine grafischen Arbeiten zu verschaffen. In seinen Motiven sucht er nicht das Außergewöhnliche, sondern das Alltägliche, den Normalzustand städtischen Daseins. Er wollte keine schönen Bilder mit dem Apparat machen. Er begnügte sich sogar oft mit Kontaktabzügen. Es ging ihm nur um Arbeitsunterlagen zur Herstellung seiner Zeichnungen.
Notizen waren auch die zahllosen Skizzen, meist Kreide- oder Bleistiftzeichnungen. Otto Nagel beschrieb die Arbeitsweise Zilles. Heinrich Zille ging im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße, vollgepackt mit kleinen Blättchen. Wo er ging, saß oder stand, da strichelte er seine Studien. Er nahm dann das Gesehene mit den Augen in den nächsten Hausflur und notierte es dort auf. Tausende von Blättern türmten sich in Zilles Wohnung. In 60 Schulzeichenhefte mit blauem Deckel hatte Zille seine Skizzen hineingeworfen. Briefumschläge, Reklamerückseiten, Familienanzeigen, Steuerbescheide, abgerissene Blätter, Packpapier. Doch diese Skizzen waren so meisterhaft, dass Käthe Kollwitz sagte, er ist restlos Künstler. Ein paar Linien, ein paar Striche und es sind Meisterwerke. Flüchtig notierte Milieubeobachtungen wurden zu szenischen Ereignissen verdichtet. In seinen Bilderbüchern und Künstleralben fand man sie alle wieder. Die Eisstände und Würstchenbuden, die Zeitungs- und Marktfrauen, Straßenhändler und Bettler. Zu Hause verarbeitete er alles in Ruhe. Seine Staffelei war gespickt mit Notizen, den Fotos und Skizzen. Sie dienten ihm zur Anregung und waren Kontrolle zugleich. Seine Bildthemen entnahm er weiterhin dem proletarischen Milieu der Großstadt Berlin, dem, wie er sagte, großen Stadttheater unter der Bevölkerung. Halt stille, Stöpke, der Pinsel Heinrich malt dir. Ganz besonders den Kindern galt Zilles Liebe und sein Mitgefühl, denen, die in das Elend hineingeboren wurden. Zille gesellte sich zu ihnen und lauschte den nüchternen Kommentaren zu den oft fragwürdigen Familienverhältnissen. Deine Mutter ist schon 2 Jahre verheiratet und ihr seid 3 Hürden. Aber meine Mutter ist erst 3 Jahre verheiratet und wir sind schon 6. Und was der Bucklige Lehmann ist, der ihre zählen nicht, die ist noch Fräulein. Den Kindern galt auch Zilles künstlerisches Interesse. Tausendfach skizzierte er sie. Rotznäsig, ungekämmt, krummbeinig mit rutschenden Hosen und Strümpfen. Kleine Jörn mit Pipi und verbohrene Fiese, so schrieb Tucholsky in einem Zille-Gedicht. Praktische Ratschläge der Mütter halfen ihnen schon früh, mit allen Schwierigkeiten fertig zu werden. Auf die Feststellung der kleinen Schwester, Mutter, Fritze ist ganz nass, lautet die Antwort, halten in der Sonne, der da trocknet. Da er die Menschen nicht nur beobachtete, sondern ihnen aufs Maul sah, ihnen zuhörte, ließ er des Volkes Stimme in seinen Bildern laut werden. Was, Junge, du rauchst? Ich sollte dein Vater sein. Das können sie haben. Mutter ist Witwe. Heute ist mein Kehlabend, da braucht er mir nicht zu holen. Der Karre lasse ich beim Bodika und laufe nach Hause. Sie, Zeitungsonkel, ist noch kein neuer Mord? Die Texte spiegeln die Pfiffigkeit und gerissene Schlauheit des Volkes wider, mit widrigen Umständen fertig zu werden. Der Volkszähler, sind das der Knaben alle? Die Nachbarin, in eurem Blick, Herr Regierungsrat, gleich kommt noch einer zu. Aber Trude, mitten in der Woche ziehst denn reine Hände an? Ja, Mutter, ich will doch mal mit dem Hauswirt über einen kleinen Mietnachlass sprechen. Bist du auch von? Jawohl, Mutter weiß bloß nicht von wem. Musik.
Neben die Darstellung der Alltäglichkeit traten auch Themen, die sich mit dem Vergnügen befassten, den bescheidenen Festen des Hinterhofes. Der Rummelplatz. Großes Vergnügen der kleinen Leute. Blem, schmeiße! Der possiert ja bloß! Schrien die Leute begeistert. Zille wurde durch die voluminösen Darsteller zum Zeichnen angeregt. Am Sonntag zog ganz Berlin ins Grüne. So ist richtig, Kinder. Ins Freie, in die Weite, in die Gefahren. In der Badewanne lernt er nicht schwimmen, schrieb Zille zu seinen Bildern rund ums Freibad. Zille genoss mit seinen Söhnen die Freuden des Bades und die Fülle der Motive. Pralle weibliche Formen, die kaum vom Badeanzug bedeckt werden konnten. Quellende Busen, dicke Bäuche, dicke Popos. Die Kneipen, Destillen, Treffpunkte des fünften Standes und der Unterwelt. Nächtelang bummelte Zille durch die einschlägigen Lokale. Die Kneipen waren für ihn eine Art Modellbörse. Dort traf er die Schmurjule, den Matrosenkarl, das Schnäpperchen, den Löwen des Ostens und wie sie alle hießen. Um sich nicht wie zu Anfang sagen lassen zu müssen, raus du olle Sau, verdienst ja bloß Geld an unsere Misere, hau ab, zeichnete Zille auf seinen kleinen Zetteln heimlich unter dem Tisch. Dabei schlürfte er Gummi Arabicum und Bouillon, Getränke mit den absonderlichsten Namen. Der Wirt aus der Parochialritze führte ihn in die sonst verschlossenen Zirkel ein. Die Gäste beschrieb Zille in der ihm eigenen meisterhaften Prosa in der Geschichte vom Nussbaum. Wenige kennen die alten engen Gassen mitten in der Stadt. Das Rauschen der Großstadt flutet abseits vorbei. Dazwischen ein Häuschen wie aus einer Kleinstadt geholt, mit spitzem Giebel nach der Straße gestellt, beschattet von einem alten Nussbaum, dessen Wurzeln sich im Keller und unter dem Straßenpflaster festhalten. Kuchenhaus nennen es die Gäste der Gastwirtschaft zum Nussbaum. Leute mit Namen gab es hier. Der Major, der Schutzmantelkarl, die gnädige Frau, der Fürst ohne Gehirn, der polnische Graf, die Veilchengräfin, Mädchen mit kurzgeschnittenen Haaren, aus der Strafanstalt entlassen, schlürfen im wilden Tanz Freiheit und Schnaps. Bleiche Männer, scheublickend unterernährt, Schädel und Wangen rasiert, noch Zuchthausluft atmend, lassen sich hier wieder Herr nennen. Wer wieder frei, den zog es nach des Nussbaums Schatten. Das Kriegsgeschehen des Ersten Weltkrieges interpretierte Zille auf seine Weise, so wie das Volk es von ihm erwartete.
In der Zeitschrift Ulk erschien 200 Mal, 4 Kriegsjahre lang, wöchentlich eine halbseitige Zeichnung von Fadding und Karl, dem Zille seine eigenen Gesichtszüge lieh. Diese zwei liebenswerten Soldaten erlebten den Krieg, die Front, fast humorvoll. Für die einen ein Lichtblick in freudlosen Tagen, für die anderen, wie Tucholsky sagte, eine schauerliche Serie, ein publikumswirksames Medienprodukt. Leid und Elend als Folge des Krieges zeigte Zille in Blättern von der Heimat. Das Eiserne Kreuz kam gleichzeitig mit der Nachricht vom Tode des Vaters. Verwundung, die Arbeitslosigkeit und Not zur Folge hat. Man darf gar nicht darüber nachdenken, sagen Zilles Krüppel und Rentner. Beim Anstehen nach Brot und Kartoffeln waren nur Frauen zu sehen, die jetzt auch Männerarbeiten verrichten mussten. Die Namen der Männer standen im Buch der Gefallenen. Nach dem Krieg trat auch für Zille eine Wende ein. 1919 starb seine Frau. Zille schrieb einem Freund: Muss Ihnen doch auch ein Lebenszeichen von dem ollen Einsiedler Zille senden. Mein Leben war in den ganzen Wochen Arbeit und fürs Essen sorgen. Bin allein. Und einige Jahre später? Ich werde immer weniger. Schlafe bis 11 und 12 Uhr. Bin in ärztlicher Behandlung. Habe Zucker und Eiweiß. Vorläufig ist nichts Gesundes von mir zu erwarten. Ist mir auch egal. Kann nicht mehr Treppen laufen. Müde. Müde. Da Zille nicht mehr wie bisher durch sein Milieu wandern und neue Beobachtungen machen konnte, griff er auf alte Vorlagen zurück. Fotos, Skizzen und fertige Szenen. Die Beliebtheit zillischer Motive war so groß, dass die Zeitschriften Ulk, Simplicissimus, Jugend immer wieder neue Arbeiten forderten. Zu den neuen und doch alten vertrauten Motiven schrieb er auch die bekannten Texte. Wollt ihr von der Blume weg? Spielt mit dem Müllkasten. Auch zu Reklamezwecken wurden Zille-Zeichnungen benutzt. So fertigte er eine ganze Serie für den Zirkus Busch an. Er musste Geld verdienen, um seinen vielen Schützlingen zu helfen. Er half persönlich, trat keiner öffentlichen Wohlfahrtsvereinigung bei. Eigentlich stehe ich abseits. Ich gebe Hungernden und Darbenden, die ich kenne. Ich habe mit meinen Sprüchen und Bildern vielleicht was getan. Vielleicht. Aber wenn ich helfen kann, tue ich es am liebsten in den hungernden Mund. Gleich. Die Vermarktung brach über Zille herein. Es gab Zille-Postkarten, Zille-Zigaretten, Zille-Kneipen. Er wurde ständig von Reportern und Autogrammjägern belagert. Bitte keinen Besuch, bin krank, stand an der Haustür. Am liebsten hätte er geschrieben, bin tot, aber der Briefträger riet wegen der Einbrecher davon ab. In Künstlerkreisen war Zille anerkannt. Mit Max Liebermann verband ihn eine enge Beziehung. Die Unterschiede dieser so gänzlich verschiedenen Persönlichkeiten wurden in einem Gespräch und in einer Filmszene deutlich, als beide ein Modell malten. Liebermann fragte mich auch mal, verkaufen Sie? Na, Sie müssen doch mächtig Geld machen. Nicht wie Sie bei der Reichen, antwortete ich ihm. Ich verkaufe bloß an kleine Leute. Die können nicht Tausende zahlen. Denen muss ich die Freude schon billiger machen. Zille, das ist schön von Ihnen. Ich schwieg ein Weilchen, überlegte und sagte, ach, Herr Professor, die Leinwand und die Ölfarbe achte ich viel zu hoch. Und denn, das malen schon zu viele Leute in Öl. Ich kritzle lieber auf Papier. Na, dann kleben Sie doch Ihre Zeichnung auf Pappe und schmieren Sie Lack drüber. Dann kriegen Sie mehr Geld vor. Ach, ich bleibe aber lieber bei meinen Kritzeln.
Unter Liebermanns Präsidentschaft wurde Zille in die Akademie der Künste als Mitglied gewählt. Zille beschrieb die Reaktion in der Öffentlichkeit. Jetzt, 1924, bin ich sogar Mitglied der Akademie geworden. Dazu schreibt das Völkische Blatt der Friedericus: Der Berliner Abort- und Schwangerschaftszeichner Heinrich Zille ist zum Mitglied der Akademie der Künste gewählt und als solcher vom Minister bestätigt worden. Verhülle, o Muse, dein Haupt. Wegen pornografischer Darstellung einer Modellpause verurteilte ein Jahr später ein Stuttgarter Gericht Zille zu 150 Reichsmark Geldstrafe. Selbst Berlin, WW, liebt jetzt dein Milieu. Und in jedem Stall gibt's nen Zilleball. Selbst Frau Hofrat Schrumm läuft als Nutte rum. Wenn ihr Mann naht, scheiße prompt, Achtung, Achtung, die Sitte kommt. Und ich selber steh hier als sein Milieu. Claire Waldoff sang und tanzte. Sie war echt. Die anderen waren die Bewohner des Berliner Westens, die in Lumpen gekleidet als nachgemachte Kaschemmen, Miezen und Ganoven gingen. Der Bälle hatte Zille zunächst begrüßt, da es sich um ein Wohlfahrtsfest handeln sollte. Später aber meinte er enttäuscht: Das sollte ein Volksfest sein. Richtiges Volksfest. Sie machen aber eine Champagnerpropaganda daraus. Er selbst litt. Stundenlang schrieb er Autogramme, sogar auf Pappteller und aufgeweichte Bieruntersätze. Am Rande seiner Kraft verließ er nachts das Fest. Mitte der 20er Jahre entstanden die Zille-Filme. Am bekanntesten wurde der nach Zilles Tod fertiggestellte und ihm gewidmete Mutter Krausens Fahrt ins Glück. Das proletarische Milieu vom Wedding wurde mit größter Echtheit filmisch gestaltet. Es war der erste bedeutende Film einer sozialkritischen deutschen Filmkunst. Der Inhalt des Filmes zeigte Zilles politische Einstellung. Zunächst sympathisierte er mit dem Sozialismus, in späteren Lebensjahren mit dem Kommunismus, ohne jedoch einer Partei anzugehören. Er begrüßte lediglich die Bemühungen und Maßnahmen der Kommunisten, den Armen zu helfen. Schon der erste Film Zilles war ein großer Erfolg. Die Verrufenen, der fünfte Stand. Ein Großstadtbild aus Berlin nach Erlebnissen und Beobachtungen von Zille. Regie Gerhard Lamprecht. Der Spielhandlung lag eine Geschichte zugrunde, die Zille im Nussbaum gehört hatte. Nicht nur die Handlung, auch die Dekoration ging auf Beobachtungen von Zille zurück. Zille selbst legte beim Aufbau einer Destille im Atelier Hand an und zeigte den Filmleuten, wie eine echte Kneipe aussehen musste. Statisten wurden aus dem Obdachlosenasyl mit einem Bus herangeholt. Sie hatten für 5,60 Mark, Freibier und ein Mittagessen die Szene mit Elend zu bevölkern. Im Gedanken an diese Leute wandte sich Zille auch gegen den Titel »Die Verrufenen« und setzte durch, dass der von ihm vorgeschlagene »Der fünfte Stand« daneben gesetzt wurde. Im Film wurden die alten, bekannten Zille-Figuren wieder lebendig. Ihre Worte in Zwischentiteln eingeblendet. Thank you.
Es ist nur gut, dass du so schön alt bist. Mit deiner Zeichnerei wird es jetzt bald vorbei sein, wenn diese jungen Leute mit der Kamera das Leben selber festhalten. Am 9. August 1929 starb Heinrich Zille. Liegt nun draußen stumm und stille, Vater Zille, Vater Zille, ruß im letzten Haus nun vom Leben auf und der Menschen Lust und Weh, das war dein.